Willkommen zurück zu Mad Max. Wir sind hier in der Festung von Pink Eye und jetzt geht's in diesen fetten Clash hier. Allerdings möchte ich dafür erst noch einen Schlagring kaufen. 20% zusätzlichen Schaden machen wir. Außer auf Tiernahrung. Wow, ganz kurz. Das ist nicht fair, Leute. Denn ich möchte hier noch was kaufen, ehe wir daran gehen, das Auto zu erwerben. Also neue Teile fürs Auto zu erwerben. Lasse auf einen Wandschlag einen mächtigen Abschluss folgen. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Umkehraktion, die dem Angreifer nach einer perfekten Parade entwaffnet. Auch das klingt ganz gut, aber noch nicht. Nutze eine Nahkampfwaffe, um gefallene Gegner schnell hinzurichten. Ich würde sagen, von den normalen hole ich mir noch ein paar. Habe ich noch Munition für die Schrotflinte? Ansonsten würde ich einfach mal die... So, nach einer perfekten Parade einfach mal eine Entwaffnung. Was ist denn mit dem Kerl los? Ah, fast die Entwaffnung noch durchgeführt jetzt. Okay, der ist da ein bisschen beeindruckt. Hat da nicht weiter angegriffen. Okay, jetzt eine perfekte Parade. Wow, der haut da seine eigenen Kollegen. Ist ein bisschen mad. Okay, jetzt komm her. Keine Umarmung für dich, tut mir leid, Kumpel. Aber schöne Kombos hier. Wir können aber normalen Schlägen sehr gut ausweichen. Aber dafür war er zu langsam. Das war ja richtig heftig, ey. You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between your eyes. I need your help. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Yes. Desperate and capable. I think we can do business. Hier fehlen sogar die Beine von den Knien abwärts. Heftig. Das ist Pink Eyes Festung. Auch wenn sie im Moment ein bisschen heruntergekommen aussieht. Listen, Saint. There's fresh talk of the big chief in Gastown. Can we trust it? Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They say to take the big chief, one must win a most dangerous race. Who do I see about this race? The Gastowners call him the Outcrier. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Rauch zieht auf. Die nächste Hauptmission abgeschlossen. Pink Eye wurde von Stankham, vor Stankham gerettet. Hoffentlich hat sich der Aufwand gelohnt. Ja, das müssen wir hoffen. Sie hat eine neue Ödland-Mission für uns. Aber ich habe gerade gehört, hier soll es irgendwo ein Rennen geben. Aber erstmal gehen wir hier zu Griffa.
Griffer hat uns bis jetzt, glaube ich, am besten weitergeholfen. Insofern würde ich schon ganz gerne zu dem Kollegen gehen, der mich hier immer und immer wieder verbessert hat. Mit meinen verdienten Charakterpunkten. Ansonsten würde ich sagen, machen wir einen kurzen Abstecher nochmal zu Jeets Festung und dann nochmal zu Gudgars Festung, damit wir hier nochmal unsere Munition und unsere Feldflasche voll machen können. Auf welches Lager? Ach, das ist ein Lager? Auf der Brücke? Na gut. Wollte ich eh nicht hin. Also keine Sorge, lieber Chumbucket. Ich bin nicht lebensmüde. Nur verrückt. Halt Mad Max, ne? Ich finde die Unterhaltung mit Griffer auch immer wieder ganz nett. There you are. Lungs still even, heart still beating. Yet you refuse to live. Perhaps you've forgotten who you are. I know who I am. If you knew, why would you wander like this? I know where I'm going. Tell me again that you're going to the Plains of Silence. That is... That's my destination. I'm gonna cross the Plains of Silence. Buja, wir haben jetzt 4 Abzeichen noch. Da würde ich sagen, erstmal hier die Langlebigkeit. Willenskraft. Und Max Legendenstufe könnten wir eigentlich auch erhöhen. Und bestätigen das alles. Damit sind wir auf Stufe 3. Haben jetzt wieder 2 Griffer-Abzeichen. Das hätte man irgendwie anders machen können, dass wir das direkt weiter investieren können. Ja, denn jetzt haben wir wieder... Oder wir haben doch keine Griffer-Zeichen. Das ist immer ein bisschen seltsam. Aber wir haben hier einige Sachen, die wir bald haben. Zum Beispiel hier, schließe die Hauptziele und die optionalen Ziele in 3 Skrotus-Lagern ab. Ah, okay, dann müssen wir den gesamten Schrott zum Beispiel finden, inklusive allem anderen, was das Lager bietet. Wir haben hier nämlich unter anderem auch keine Munition mehr für unseren Donner. Wie auch immer das hieß, unser Donnerding. So, und hier sieht man zum Beispiel, wir brauchen eine wesentlich stärkere Harpune. Also haben wir jetzt nicht gesehen, aber ach, da hinten ist eine Kolonne. Okay, das werden wir also alles noch hier machen, die ganzen Kolonnen. Wie gesagt, Suchbereiche und Vogelscheuchen, dazu habe ich mich jetzt entschieden. Die werde ich einfach mal dann offscreen machen. Aber die Aussichtstürme, beziehungsweise die Heißluftballons und auch die... Oh... Lager und Co. werde ich auch so normal machen. Ganz kurz, wo sind die? Können wir die nicht einfach im Nahkampf besiegen jetzt? Sniper im Nahkampf sind ja nur in Call of Duty stark. So, ein Schrott ist hier zu finden. Und ein Sniperschütze. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Wow, ganz, ganz ruhig. Ich probiere jetzt nochmal eine perfekte Parade auszuführen. Nicht ganz. Autsch. Jetzt aber. Und da haben wir direkt das Messer bekommen. Und jetzt geht's hier nach oben.
zu dem Kollegen, der da mit seinem Scharfschützengewehr sitzt und sich im Moment noch entspannt. Aber gleich wird er sich nicht mehr so entspannen können. Ah, hier konnte man auch über den Bus reinkommen. Wieder schön verwinkelt. Na, da wollte ich eine Parade. Ach, das ist der Typ mit der Sniper. Hi. Schon wieder eine perfekte Parade. Und ein Kieferbrecher. Ja, komm. Na, schade. Aber wir hätten auch von außen nicht zu dem Bus kommen können. Ganz knapp. Jetzt aber. Ja, ich weiß, man kann kontern, aber ich wollte eigentlich nur die perfekten Paraden ausführen, damit wir bald die Belohnung bekommen. Ach, hier brauchen wir ein Brecheisen, das haben wir ja. Na komm, brich's auf. Achso, wiederholt drücken. Yes, baby. Suchbereich 100% und jetzt suchen wir die Gegend nochmal ab. Erstmal den Kerl und jetzt die Gegend. Da haben wir nochmal einen Kanister. Brauchen wir vielleicht, um das Teil nochmal zu betanken, falls es keinen Sprit hat. Du musst die Kabel zerstören, okay. Die hier. Ah, okay, jetzt weiß ich, welche Kabel die meinen. Die schnallen da unten. Das kann ich aber nicht von hier machen, glaube ich. So, jetzt haben wir es. Ach, das sind drei Stück. Ja, okay, wenn ich jetzt keine Munition mehr habe, dann ist es natürlich ein bisschen doof. Bringt es mir auch nichts, wenn ich meine Taschenlampe anmache. Aber wir haben zum Glück ja noch unsere Harpune. Also ich finde, das sind so nette Sachen, aber da hätte man ruhig im Vorhinein eine Warnung aussprechen können. Aber ich werde ab jetzt immer drauf achten. So, hat aber auch nicht lang gedauert. Wir können ja jetzt direkt weitermachen. Jetzt aber. Ich dachte zuerst, die meinten die Kabel. Ja, wobei die Kabel sollten das Teil nicht daran hindern, hochzukommen. Es sei denn, es ist so ein Hightech-Ding und da ist irgendeine Software drauf. Ach. Bullshit. Das Teil sieht auch wie ein Hightech-Ding aus, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was wir hier alles sehen. Wahrscheinlich schon Schwierigkeitsgrad 4 von 5 oder so, was Lager betrifft. Auf jeden Fall war eine... Ah, da haben wir Pink Eyes Festung. Eine Vogelscheuche und ich mache das jetzt wie vorher. Erstmal ein bisschen weiter oben absuchen. Ah, Schwierigkeitsgrad 4 von 5. Na, da haben wir noch eine Vogelscheuche. Eine Todesfahrt, sehr gut. Und was noch? Noch eine Vogelscheuche. Ein Sniperschütze. So, jetzt gehe ich noch ein bisschen weiter unten. Das Gebiet ab. Ja, so viel mehr entdecke ich aber auch nicht hier. Doch, hier noch eine Sniper. Da noch ein Sniperschütze. Da muss ein... Ja, ich wollte schon sagen, da muss ein Lager sein, wenn hier ein Sniperschütze ist. Die sind ja meistens in der Nähe von den Lagern. Haben mich schon das ein oder andere Mal ein Leben gekostet. Aber man gewöhnt sich dran. Man fährt einfach hin irgendwann mit seiner Harpune, schießt die Gegner an, zieht sie schnell wieder zurück und dann war's das. So, ich glaube, wir haben hier alles entdeckt. Deswegen lege ich das Fernglas ab. Hier bekommen wir alles auf der Map markiert. Mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5 Vogelscheuchen und eine haben wir, glaube ich, schon kaputt gemacht. Ja, das ist komplett. Zwei Lager haben wir beide entdeckt. Ja, haben wir auch. Das Gebiet ist gar nicht mal so groß, ne?
und es grenzt ziemlich an den zwei anderen Gebieten hier an und auch an dem hier, also an drei Gebieten insgesamt. Das ist jetzt nicht unbedingt so eine Position, wo ich mich sicher fühlen würde, an Pink Eyes Stelle, falls irgendjemand sein Gebiet erweitern möchte. Kolon, eine, die haben wir auch entdeckt vorhin, wird uns aber trotzdem nicht markiert. Minenfelder haben wir nicht entdeckt. Und Sniperschützen haben wir auch drei auf der Karte. Also, wir haben das meiste schon gefunden. Ich glaube, die Minenfelder, die kann man nicht finden. Wird auch ein bisschen schwierig, die von oben so zu suchen. Die muss man dann wahrscheinlich irgendwie entdecken, indem man selbst in die Luft fliegt oder so. Einmal. Ich weiß nicht, wie es bei der ersten Mine war, aber gut. Passt schon. So, hier runter zum Fahrzeug. Und dann schauen wir mal, was machen wir in dieser Folge jetzt? Ich möchte keinesfalls so ein Lager erobern. Ich kann ja mal schauen, wie viel Schrott ich jetzt noch habe. 207. Kann ich mir einen Munitionsgürtel holen? Das mache ich. Ich habe zwar gesagt, ich möchte das Auto verbessern, aber noch nicht in dieser Episode. Erst in der nächsten dann. Und darüber hinaus könnten wir hier entweder zu Jeet oder zu Gutgash gehen. Damit wir nochmal eine weitere... ein weiteres Level abbekommen. Oder irgendwas anderes Cooles. Auf jeden Fall irgendwas Tolles. Oder wir können uns hier einfach nochmal ein Lager sichern. Mache ich jetzt einfach mal. Ein etwas einfacheres Lager, damit wir es heute auch nicht so schwer haben. Denn mit dem Auto wird es ein bisschen schwieriger. Aber so an sich habe ich mit dem Dings keinerlei Probleme. Mit den Lagern, da ich im Nahkampf ja sehr stark bin. Und wir könnten die Kolonnenroute danach ja nochmal absuchen und dann die Kolonne abfangen. Ja, wenn wir dann kurz zu Jeets Festung gehen, das wäre auf jeden Fall grandios, dass wir da unser Donnerding hier nochmal voll tanken können. Also voll tanken in Anführungszeichen, dass wir da wieder Munition haben. Und damit sollte es eigentlich kein Problem sein, die Kolonne hier rauszukriegen. Oh, ich habe nichts gescoutet hier von dem Lager. Ist vielleicht nicht so clever gewesen, nur weil es jetzt ein einfacheres Lager ist, hier direkt reinzuspringen. Okay, ganz kurz. Jetzt sag nicht, dass es daneben ging. Ach komm. Ja, okay. Dann halt so. So viel schwieriger war das jetzt auch nicht. Keep the car safe. Wir steigen gleich sowieso wieder ein. Na, komm schon. Und jetzt haben wir auch zwei Messer, die wir mit uns tragen können. Damit können wir eine bessere Messerexekution durchführen. Das ist ein schwaches Tor. Was bringt uns das Tor denn? Gar nichts. Ah doch, so ein kleiner Spalt. Ah, okay. Ist wahrscheinlich dafür gemacht, falls man keine Harpune hat und so. Okay, wenn ich es schnell einziehe, dann fliegt das Teil nicht mit. Aber wenn ich hier Gas gebe... Moin, moin und hallo, Leute. Ihr seid jetzt, ob ihr es wollt oder nicht, ein Bestandteil meines Far Cry, nicht Far Cry, sondern meines Mad Max Let's Plays. Plötzlich in einem ganz anderen Spiel. Manche dachten jetzt wahrscheinlich auch, dass ich so die falsche Sounddatei drin hätte. Wäre lustig gewesen, aber ist nicht so. So, hier ein bisschen Schrotflintenmunition, jawohl. Und der Donnerstecher hat auch eine Kugel bekommen. Okay, auf geht's. Und Maddox ist wieder wütend. Das ist auch perfekt, um hier die nächste Aufgabe zu erledigen, nämlich drei Lager inklusive aller optionalen Missionen zu machen. Und wir haben hier die gesamte Gruppe ganz, ganz easy gekillt. 18 Treffer-Kombo.
Und deswegen suche ich hier auch alles ab jetzt. Eine Skrotus-Insignie. Eine von vieren. Da ist Essen irgendwo. Das ist irgendwie zersprungen, als ich mein Donnerstecher-Ding abgeschossen habe. Ach, wahrscheinlich heißt es deswegen ja so. Ne, Moment. Donner, da steckt nicht das Wort Dose drin, okay. Ich habe mich ein bisschen vertan gerade. Okay, keine Ahnung, warum da jetzt ein Dosenfutter rausgeflogen ist. Ach, hier haben wir aber auch noch was zu essen. Haben aber sowieso volles Leben. Also fast volles. Die Anfangsgegner können uns nicht mehr so viel anhaben. Sowieso sind wir im Nahkampf eigentlich jetzt schon unfassbar stark für die ersten paar Gebiete. Das Auto ist noch so ein bisschen das Problem. Und das werde ich mit dem Schrott, den ich hier überall einsammle, auf jeden Fall nochmal ändern. Da haben wir wieder ein bisschen Nahrung, die hier rüber geflogen ist. Gibt es hier nichts zu entdecken? Keine Skrotus-Insignie oder so? Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Warcrier. Den schalten wir mal als erstes aus. Vielleicht fällt er noch auf ein paar andere. Ja. Zwei weitere Typen hat er mitgenommen. Grandios. Das war eine coole Aktion. Ja, und die anderen, die haben auch nicht mehr so viel zu melden. Was brauchen wir hier? Gar nichts. Nur unseren Fuß. Das wäre so ein kleines Problem für Pink Eye gewesen, aber zum Glück haben wir noch beide Beine an uns. Oh, hier haben wir Fisch oder was haben wir da? Maden? Was ist das denn? Was ist das für eine Nahrung? Keine Ahnung, aber irgendwas hat Max gerade gegessen. Ich glaube, in der Apokalypse interessiert es einen sowieso nicht mehr so wirklich, was man da gerade isst. Hauptsache, man hat irgendwas im Magen. Autsch, da ist jemand verstümmelt. Sieht nicht so gesund aus. Hier haben wir noch eine Insignie, ja. Die hatte ich schon von der anderen Seite gesehen. Hier noch ein bisschen Schrott. Schrottkultur. Und jetzt wieder über eine Brücke. Hi. Eine perfekte Parade. Und jetzt ist er wütend. Der böse, böse Max. Ja. Jetzt teilt er wieder heftig aus. So, hier geht's nicht weiter. Hier aber. Na, und hier scheinen die nächsten Gegner zu sein. Das erkennt man an der Musik. Oder auch nicht. Hm, überraschend. Volles Leben und jetzt haben wir auch noch eine volle Feldflasche. Wow, und wir haben noch so eine Wasserquelle mit ungefähr einem Drittel an Inhalt. Wow, das kam überraschend. Jetzt kommt her. Aber ich finde die Verbesserungen alle sehr sinnig eingebaut und auch sehr cool. Beispielsweise Essenz, dass man halt mehr Wasser bekommt. Wenn man überlegt, im Grunde genommen läuft es ungefähr auf dasselbe hinaus wie die anderen, dass man nämlich mehr Leben hat, aber halt auf einer anderen Art, dass man mehr zurückbekommt quasi.
Okay, das ist jetzt auf jeden Fall heftig. Hat irgendeiner Arschloch gesagt. Stand zumindest unten. Ja, und das war wieder heftig. Jetzt haben wir wieder kein Leben verloren. Also, es ist schon ein krasser Unterschied, wenn man die Anfangsgebiete mit den späteren vergleicht. Und wir haben volle Munition, was sehr, sehr wichtig ist, wenn wir in die verschiedenen Festungen gehen. Denn es ist mir aufgefallen, da wird die Munition zwar nachgefüllt, aber das, was du nicht im Lauf hast, also wenn du keine Kugeln im Lauf hast, dann werden die dir nicht erstattet. Das ist so eine Sache, da muss ich sagen, finde ich ein bisschen gemein. Muss man zweimal hin. Hätte man ruhig ändern können. Nahrung wird nur im Tausch gegen Regierungsgutscheine abgegeben. Bargeld wird nicht akzeptiert. Oh je. Ja, da kennt man auch das ein oder andere Szenario. Hier wieder so eine Insignie. Drei von vier ausgeschaltet. Das können wir kaputt schießen. Weiß jetzt nicht genau, was es bringt, aber macht Spaß. Und das Lager, das ist schon gar nicht mal so klein, muss man sagen. Also obwohl es eins von den ersten ist, ist es auf jeden Fall schon mal recht groß. Und zwei Sachen fehlen mir hier noch. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil ich hier gerne alles komplettiert hätte. Ah, hier habe ich nicht drauf geschossen. Lediglich durch einen Wurf wird das hier nicht kaputt gehen. So, erstmal anzünden, zielen und werfen. Bisschen wie ein Neujahr. So, damit hätten wir das erste Ziel hier erreicht, das Hauptziel. Und ich schaue nochmal ganz kurz nach den beiden fehlenden Dingern. Renn einfach dagegen. Die ganze Zeit habe ich kein Leben verloren. Und jetzt rennt der Kerl dagegen und verliert nochmal Leben. Gut gemacht, Max. Okay, hier müsste ich irgendwie hochkommen, denn auf der anderen Seite, da ist noch ein bisschen was. Gibt es hier irgendwo eine Leiter nach oben? Oder eine Treppe oder irgendwas? Nee, hier gibt es nichts. Keine gelbe Leiter. So, auch hier komme ich nicht hoch. Dann schaut mal, da hinten ist noch eine Brücke, glaube ich. Oder ich glaube, das ist die Brücke, auf der ich gerade bin. Könnte auch sein. Ja, gut. Ich bin so ein kleines bisschen ratlos, weil eigentlich hat man das Gefühl, dass man hier, wenn man wirklich sehr genau hinschaut, auch alles abgesucht hat. Natürlich, sonst hätte man nicht das Gefühl, dass man sehr genau hingeschaut hat. Aber irgendwie fehlen hier noch zwei Sachen. Und beide muss ich noch finden. Aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich die nicht finde. Na gut, ich würde sagen, das belassen wir für ein anderes Mal oder für ein anderes Lager einfach. Passt schon, wenn ich hier nicht alle Insignien und den ganzen Schrott gefunden habe. Ist sowieso nur Schrott. Auch wenn es hier die Währung ist. Dann machen wir einfach mal beim nächsten Mal weiter und dann geht's eventuell zu einer nächsten Kolonne. Darauf habe ich richtig viel Lust gerade. Und oder wir machen einfach bei der Kollegin Pink Eye noch ein bisschen was. Denn sie wirkte sehr, sehr tough und auch, ja, ich würde sagen, schon beim ersten Mal ein bisschen sympathischer als die anderen Festungsbesitzer, die wir bis jetzt getroffen haben. Die hat eventuell auch schon was drauf. Wobei, das haben eigentlich alle. Ja, und ich schaue mich hier immer noch gerade um. Darf doch nicht wahr sein, dass ich hier irgendwas verpasst habe. So, hier einfach mal runterfallen lassen. Super, ich verliere kein Leben dadurch. Auch wenn er kurz dadurch gelähmt ist. Da muss man mal austesten, was schneller ist. Sich runterhängen lassen und dann runterfallen lassen. Einfach so runterfallen lassen. Oder dass man runterklettert.
Gut, dann bis zum nächsten Mal hier bei Mad Max. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein. Bis denn.